Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin im Gegensatz zu Herrn Audrich der Union dankbar, dass sie die Aktuelle Stunde aufgesetzt hat. Denn allein diese drei großen Themen, konzertierte Aktion, Energiesicherheit, Bundeshaushalt, jedes einzelne Thema wäre schon eine Aktuelle Stunde wert, meine Damen und Herren. Denn wir haben doch die Situation, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die stehen, wie wir alle wissen, vor dramatischen Herausforderungen. Deshalb hätte der Bundeskanzler auch hier sein müssen. Und statt Sommerpause wäre eine Regierungserklärung, wie meine Fraktion gefordert hat, hier fällig. Das wäre notwendig gewesen. Man muss sich doch den Problemen vor der Sommerpause stellen. Meine Damen und Herren, obwohl ich natürlich sagen muss, Herr Merz, dass Sie nur 16 Jahre so gar keine Verantwortung haben, das ist wohl nicht ganz korrekt. Ich glaube, die Situation im Land hat sehr viel mit Ihrer Regierungsverantwortung zu tun, wenn Sie auch selbst in der Zeit nicht dabei waren. Meine Damen und Herren, viele Bürgerinnen und Bürger ächzen unter den Preislawinen im Supermarkt, bei der Energie. Wenn die Nebenkostenabrechnungen kommen, die Mieterhöhungen, das treibt Bürgerinnen und Bürger in Existenzängste, meine Damen und Herren. Letzte Woche, wir alle haben die Zahlen gesehen, der Paritätische Wohlfahrtsverband, 13,8 Millionen Menschen gelten als arm. Und Olaf Scholz sagt hier in der Regierungsbefragung auf Nachfrage, wir haben ganz viel getan, 30 Milliarden, wir sind toll. Nein, nicht toll bei diesen Zahlen. Das ist inakzeptabel. Wenn er selbst von sozialem Sprengstoff spricht, dann kann ich nur sagen, wann schicken Sie endlich das Entschärfungskommando? Das wäre notwendig, meine Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat jetzt die konzertierte Aktion, und da hat er an ein historisches Format anknüpfen wollen. Aber das Ergebnis bisher? Nullnummer. Es ist eine konzertierte Luftnummer. Die Preise sind jetzt hoch. Jetzt muss agiert werden, nicht Gespräche bis ins nächste Jahr. Ich bin sehr gespannt, was real passiert, und wir werden das nur an den Ergebnissen messen. Aber eines steht fest. Wenn er sagt, 90% der Mehrkosten werden für die kleinen und mittleren Unternehmen ausgeglichen, dann ist das eindeutig falsch. Die Wahrheit ist, dass Millionen auf 90% der Mehrkosten sitzen bleiben. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Und die 8% Inflation, die sind real ein Monatseinkommen oder eine Monatsrente. Und da reichen auch die 300 Euro nicht. Und Sie tun hier immer so, naja, es wird ja ganz viel getan. Aber es bleibt dabei, dass Rentnerinnen und Rentner und Studierende die 300 Euro nicht bekommen, ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Wir brauchen dringend ein drittes Entlastungspaket. Aber statt die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, schützen Sie die Schuldenbremse von Christian Lindner. Und das Ergebnis wird jetzt ein Lügenhaushalt sein. Wer was anderes sagt, der sagt nicht die Wahrheit. Hier wird Solidität vorgegaukelt. Aber in Wahrheit legen Sie die Axt an den sozialen Zusammenhalt in unserem Land, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Schuldenbremse einhalten, das ist eine Märchenstunde. In der Haushaltsrealisierung wird bei Krieg, Pandemie und bei Herausforderungen des Klimawandels das niemals möglich sein. Das sage ich Ihnen voraus. Offensichtlich haben die Sozialdemokraten Angst vor dem Finanzminister. Und das finde ich inakzeptabel. Jetzt höre ich immer so tolle Vorschläge, weniger heizen oder kürzer duschen. Ehrlich gesagt, ich empfinde das als zynisch. Im Klartext ist es doch so, dass Sie keinen Plan haben, wie die Menschen ihre Wohnzimmer im Winter warm bekommen sollen. Das ist das Gegenteil von Verantwortung, meine Damen und Herren. Das Gegenteil von Verantwortung. Und wenn Sie hier eben auch reden von Energiesicherheit, ich meine, was sagt Olaf Scholz in der Regierungsbefragung? Ich zitiere, wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Wie lange regieren Sie dann schon? Wir bringen diese Woche schon auf die Reihe. Ein Jahr fast im Amt, die Sommerpause ist vorbei. Bis heute ist nahezu nichts passiert bei erneuerbaren Energien. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und dann will ich noch einen Punkt ansprechen, der mir wichtig ist. Weil eingestanden hat der Kanzler ja auch in der Regierungsbefragung, dass es offensichtlich Bereicherungen gibt, dass es auch obszönen Reichtum gibt. Und dann sagt er, es ist alles schwierig, das zu machen. Das Komische ist, selbst Boris Johnson, gerade nicht so fest im Sattel, kriegt das in Großbritannien hin. In Griechenland, eine konservative Regierung, kriegt eine Übergewinnsteuer hin. In Italien kriegen sie das hin. Ich frage mich, andere Länder handeln und die Ampel schaut zu und vor allen Dingen lobt sie sich selbst. Ich glaube, das ist viel zu wenig, meine Damen und Herren. Ich sage ganz klar, statt konzertierter Abgehobenheit brauchen die Bürgerinnen und Bürger konsequente Unterstützung, und zwar jetzt und nicht erst 2023, meine Damen und Herren. Die Wahrheit ist, Sie haben die Lage nicht im Griff und machen Millionen Bürgerinnen und Bürger ärmer. Und wenn Sie in der Ampel so weitermachen, dann steht im Winter der soziale Frieden in Deutschland auf dem Spiel. Und deshalb ganz klar,
Nutzen Sie die Sommerpause und bereiten Sie ein drittes wirksames Entlastungspaket für Deutschland vor. Es ist so dringend notwendig. Tun Sie das, dann werden Sie auch unsere Unterstützung dafür haben. Herzlichen Dank.